Hallo Leute, Takeo hier. Weiter geht es mit Assassin's Creed Valhalla. Das letzte Mal haben wir ja den Kopf der Kinder der Dano besiegt und damit, glaube ich, auch den Großteil der Geschichte hier in Irland abgeschlossen. Das ist ja auch sehr passend, denn wir haben wieder ein kleines Jubiläum. Das hier ist ja die 200. Folge von Assassin's Creed Valhalla. Also das Spiel hört einfach nicht auf, obwohl... Ja, so langsam ist ein Ende in Sicht. Wir haben ja hier in Irland nicht mehr viel zu tun und dann ruft ja auch schon Frankreich nach uns. Und ja, dazwischen gibt es noch ein paar andere Kleinigkeiten, denen wir uns noch widmen können. Aber ja, unsere Quest ist, zurück nach Darach zu ziehen und dort einmal nachzuschauen. Wobei wir auf jeden Fall auch hier unsere Truhe einmal plündern sollten. Ich glaube, die war auch bis zum Bersten gefüllt. Oh ja. Ja, nur die Köstlichkeiten hätten noch ein bisschen Platz, aber das sieht schon sehr, sehr gut aus. Und wir haben 5 Fertigkeitspunkte, die wir ausgeben können. Machen wir das auch nochmal. Und dann würde ich sagen, reisen wir einmal nach Darach. Dann haben wir auch noch hier oben im Nordosten ein paar Sachen zu erledigen, damit wir auch Ulit komplett abschließen, aber... Ja, aber ich freue mich schon bald, in das zweite DLC zu starten. Was ist passiert? Sie haben Flan einberufen. Ich hoffe, er kommt bald, damit dieses Gezänk ein Ende nimmt. Sprecht! König Flan, es gab einige Überlegungen wegen der letzten Tage. Die Kunde über Owen verbreitet sich wie ein Waldbrand. Die Menschen haben Angst. Wir sind verstört, gelinde gesagt. Ein beliebter Abt wird als heidnischer Verschwörer enttarnt. Die Druiden haben die Kirche bis in die höchsten Ämter unterlaufen. Wir wissen nicht, wie weit. Wir müssen etwas tun. Wir müssen das Land von ihnen befreien. Eine Inquisition muss her. Wie kannst du so etwas sagen? Owen handelte allein. Er gehört einem Orden an. Es gibt andere wie ihn. Willst du das leugnen? Das leugne ich nicht. Aber dann redest du nur von den Kindern der Dano. Dieses Unkraut hat druidische Wurzeln. Wenn es gedeiht, wie können wir sicher sein, dass es nicht noch einmal passiert? Flan, mir gefällt nicht, was diese Männer andeuten. Geh nicht darauf ein. Maßt du dir an, deinem König zu sagen, was er zu tun hat? Du, die auch druidische Wurzeln hat? Du kennst sogar den Ordensnamen. Vielleicht bist du auch wie Owen und nicht das, was du vorgibst zu sein. Schwein! Genug! Rede noch einmal so mit ihr und die Ratten fressen dich bei lebendigem Leib. Verzeihung, mein König. Dichterin? Ich will nicht zu misstrauisch sein. Ich ziehe nur Vergleiche. Wir wissen nicht, woher die nächste Bedrohung kommt. Und wir können nicht einfach hoffen, dass nichts passiert. Wir müssen, verschieden wie wir sind, als Christen zusammenkommen, wenn wir ein Irland unter Gott bewahren wollen. Flan, wenn du das tust! Ich kenne deine Ansicht, Kira. Gibt es andere, die vorsprechen wollen? Ich... Diese Versammlung macht uns eines deutlich. In dieser Angelegenheit gibt es Zusammenhalt. Wenn wir nichts tun, wird das Unkraut gedeihen und für Unruhe im Königreich sorgen. Aber wenn wir handeln, eine Inquisition beginnen, bringen wir dem Land die nötige Einigkeit. Das ist mein Volk, Siegfried! Und unter ihnen gibt es jene, die die Grundpfeiler des Landes angreifen. Willst du ihre Taten wirklich rechtfertigen? Sonst jemand? Dieser Vorschlag ist ein gewagtes Unterfangen, allerdings sind dessen Auswirkungen zur jetzigen Zeit kaum absehbar.
Eine Bedenkzeit wäre sehr wichtig. Jeder Augenblick der Untätigkeit schwächt uns. Herr, wir Könige sind uns einig. Es fehlt nur noch deine Einwilligung. Wir beginnen die Inquisition. Alle Druiden haben die Wahl. Glaubenswandel oder Verbannung. Die Zukunft von Irland wird eine christliche sein. Oh nein, oh nein. Wo ist Kira hin? Sie lief vermutlich nach Hause, diese Straße entlang. Sie schien aufgewühlt. Kira ist aufgebracht. Ich muss sie beruhigen. Oh ja. Gerade mit ihrer Herkunft, da ist es nur klar, dass sie das dann auch trifft oder sie in Gefahr ist. Kira. Geh fort! Lass mich in Frieden! Was geht hier vor sich? Was machst du? Flan, dieser rückgratlose Narr, was denkt er sich? Er sah eine Gelegenheit auf Einigkeit und er hat sie ergriffen. Jeder König würde das tun. Nimm ihn nicht in Schutz! Das tue ich nicht, aber er kann seine Verbündeten auch nicht missachten. Du hast alles Recht, aufgebracht zu sein. Aber du kennst Flan. Diese Entscheidung fiel ihm nicht leicht. Gehen wir zurück und reden mit ihm. Wenn jemand ihn zu anderem überreden kann, dann du. Oh, das werde ich, ob er will oder nicht. Was? Es tut mir leid. Ich lasse nicht zu, dass sie uns auslöschen. Eivor! Kannst du mich hören? Eivor! Alles in Ordnung? Hast du Kira gesehen? Ich dachte, sie wäre hier. Eivor? Oh. Was ist das? Denkst du, das war Kira? Wahrscheinlich. Ich weiß nicht, was sie vorhat, aber sie ist sehr wütend. Das ist meine Schuld. Ich muss mit ihr sprechen. Vielleicht ist es schon zu spät. Sie sagte, sie werde dich, die Droiden, nicht auslöschen lassen. Welches Mittel will sie einsetzen? Den Liefall. Damit will sie dich aufhalten. Mit einem Stein? Ein uralter Teil ihrer Tradition. Vielleicht ist an den alten Legenden etwas Wahres dran. Ich wusste, dass meine Entscheidung sie erzürnen würde. Aber ich dachte, sie könnte sie auch verstehen. Deine Wahl war nicht leicht. So oder so fühlt eine Seite sich betrogen. Entscheidungen solchen Ausmaßes bedürfen langer Bedenkzeit, wenn der Entschluss gut sein soll. Ich habe vorschnell gehandelt. Ich bin verängstigten Männern gefolgt. Männern, deren Treue mir wichtig war. Mach deinen Kopf frei. Wir sind beinahe da. Ja, das haben wir schon gemerkt, dass er immer ein bisschen vorschnell handelt und erst danach nachdenkt. Deswegen war Eivors Rat eigentlich auch richtig gut, aber zählt dann wohl bei den ganzen Leuten nicht, beziehungsweise bei den Königen. Flan, kommst du?
Geh! Geh fort! Kira! Du willst uns ausmerzen, ja? Ich werde dich ausmerzen! Bei Gott. Dein Schwert, Flan. Bleib an meiner Seite. Eivor, was sollen wir tun? Kämpfen! Das sind meine Männer! Sie oder du! Jetzt kämpft schon! Zurück! Zurück! Sie werden nicht hören! Kira hat ihnen den Verstand geraubt! Verteidige dich! Gottes Wille geschehe! Ich kann dich diesen Weg nicht gehen lassen. Stellst dich mir in den Weg? Ich dachte wirklich, du würdest mich verstehen. Das tue ich, aber du gehst zu weit. Hör auf ihn, Kira. Es kann Frieden zwischen uns geben. Eine weitere Lüge. Irland! Bleib wachsam. Kira! Wo bist du? Kira! Flan! Mach mir es interessanter. Wie wär's mit Königsblut an deinen Händen? Eivor! Ah! Oh nein! Gegen Flan? Diese Kräfte kannst du nicht beherrschen, Kira! Sie verzehren dich! Dann sei es so! Sei verflucht! Du, Kira, du solltest dich ergeben. Du ehrloser Wikinger! In deinem Inneren herrscht Leere. Du redest von Ehre? Wo ist deine? Das weißt du. Bei Barret, seinem Sohn, noch eine Spielfigur dieses ewigen Krieges. Er ist mein Blut. Ach ja, genau. Und du verdrängst deinen Verstand zugunsten deiner Schwüre. Ich bin nicht anders. Damit mein Volk weiterleben kann, bin auch ich bereit, dich zu töten. Oh je, nein, nein, nein. Das passiert mir ein bisschen zu schnell. Wow. Ach, das kennen wir doch. Komm schon, Kira, mach das nicht. Okay, das sieht mir hier definitiv nach Bossfight aus. Abgehärtet durch viele Siege. Dich möchte ich nicht besiegen. Tu, was du musst. Das werde ich auch.
Das sah auch nach einem fiesen Ritual aus. Hast du doch nicht genug? Ich war den Kampfeslust. Hör auf, Kira, bevor es zu spät ist! Eher sterbe ich, als sie uns vernichten zu lassen. Nein, Kira. Das war's. Dreckiges Schwein! Ich sagte, ich würde die Druiden nicht der Dunkelheit überlassen. Warum die vorgetäuschte Hilfe? Ich täusche nichts vor. Ich dachte, ich hoffte, du wärst besser. Besser als Owen. Ich bin nicht wie dieser Teufel. Nein, sieh dich doch um. Du hast ausgeführt, was die Kinder der Danu sich erhofft hatten. Du wurdest zur Figur in ihrem Plan. Das war ich schon immer. Nach Mutters Tod war ich die Einzige. Die Einzige, die den Lear Fall erwachen lassen konnte. Nie hätte ich gedacht, dass ich diese Gabe so närrisch einsetze. Was jetzt? Es endet. Owen, die Kinder der Danu, sie alle jagten der Macht des Steins nach. Und ich bin der Schlüssel zu seiner Macht. Du musst mich töten. Töte mich, Eivor. Wenn ich sterbe, stirbt auch Temers Macht. Und dann kann mein Volk nichts mehr fehlleiten. Die alten Tage werden zurückkehren. Lass es mich tun. Lass mich sie retten. Bitte. Nein, was ist denn das schon wieder? Es wäre sehr tragisch, sehr poetisch, wenn sie jetzt durch Eivor sterben würde, aber das... Das können wir nicht machen. Du bist der Schlüssel zu dieser Macht. Aber der Stein ist die Quelle. Zerstöre ihn. Das kann ich nicht. Deine Vorfahren wandeln in einem anderen Reich. Der Verlust des Steines wird sie nicht treffen. Manchmal müssen wir opfern, was uns lieb ist, um die zu schützen, die uns lieb sind. Die Vergangenheit begraben, die Zukunft erschaffen. Kira, ich bereue meine Taten. Ich habe dir Unrecht getan. Dir und den wahren Druiden von Irland. Dafür bitte ich um Vergebung. Ich werde meine voreilige Entscheidung zurücknehmen. Das Land, das du wünschst, ist in Sicherheit. Ich hoffe, das stimmt. Lebe wohl. Lebe wohl, Eivor. Wohin wirst du gehen? Thank you.
Wie fühlst du dich? Niedergeschlagen. Am Boden. Aber ich werde überleben. Nur mein Stolz wird sich erholen müssen. Es war schwer, dich nicht zu töten. Wenn du es gewollt hättest, wäre das deine Gelegenheit gewesen. So weiß ich sicher, dass du mir wohlgesonnen bist. Trage Sorge, dass Siegfried lange regiert und du wirst mich nie zum Feind haben. Hast du mit den anderen Königen geredet? Deswegen bist du wohl hier. Ja, die Inquisition ist begraben. Der Hochkönig ist der König aller, die in seinem Land leben. Das hast du mir vor Augen geführt. Ich bereue nur, das nicht früher verstanden zu haben. Du willst eine sichere Zukunft für alle. Kira wäre glücklich über diesen Ausgang. Ich weiß, dass Englerland viel für dich bereithält, Eivor. Aber du bist in Irland jederzeit willkommen. Lebe wohl, Flan. Wir werden uns wiedersehen. Was denkst du, würde mein Vater von all dem halten? Baryt wollte sicherstellen, dass Düflin nach seinem Ableben auf eigenen Beinen stehen kann. Er konnte es nicht mehr vollbringen, aber er wäre stolz, dass du es geschafft hast. Deinen Dienst für meine Familie werde ich nie vergessen. Unsere Familie, Siegfried. Pass auf dich auf. Möge der Huger deines Vaters stets bei dir weilen. Und bei mir. Ja, und damit ist die Geschichte von Assassin's Creed Valhalla, Zorn der Druiden, abgeschlossen. Sehr schön. Passt doch sehr, sehr gut, dass das die 200. Folge ist. Und ich würde sagen, wir lassen auch noch ein kleines Geschenk da für Siegfried und bauen Düflin erstmal vollständig aus, oder zumindest so weit, wie wir jetzt können. Gibt es dann in der Truhe schon wieder ein bisschen was? Ja, die füllt sich gut. Lasst uns die mal noch schnell plündern. So, Asa. Was haben wir denn hier für Aufträge? Eivor, eine Wohltat für mein Auge. Ich bin neugierig. Wie bist du eigentlich nach Irland gekommen? Es ist keine sehr freudvolle Geschichte. Ich war einst der mächtigste Händler in Shiraz. Dann wurde ich betrogen. Ah, ein schweres Schicksal. Von meinem Partner. Noch schlimmer. Ein Messer am Rücken hinterlässt eine Wunde, die niemals heilt. Konstantinos war ein Freund meines Vaters. Seine Gier verschlang meine Familie und ihr Imperium. Doch nun bin ich hier, wo ich von neuen Freunden umgeben bin. Wir sind froh, dass du uns gefunden hast. Viele Königreiche beneiden uns um unsere Waren. Dann hoffen wir mal, dass wir sie nicht allzu neidisch machen, wenn wir uns jetzt hier noch die miese Rüstung holen. Während des Tages wird Angriff erhöht und zusätzliche Verbesserungen für Nahkampfschaden und Feuereffektivität Widerstand. Okay. Wir haben mehr als genug Ressourcen, glaube ich. Deswegen lasst uns mal ein bisschen abliefern. Das hört ja gar nicht mehr auf. Ja, das war alles. Ich glaube, ein Dolch oder sowas war dabei. Und gerade noch ein bisschen Silber. Sehr schön. Ja, das können wir irgendwie wiederholen. Dann schließen wir hier ab. Handeln und Feilschen ist wie ein belebender Tanz. Ja, und dann geht es hier schon gleich weiter mit zwei Sachen. Ich glaube, wir müssen einmal aus dem Menü raus. Nun gut. Immer eine Freude. Ja, weil sich jetzt auch nochmal die Bekanntheit erhöht.
Und damit haben wir neue Verträge bekommen. Okay, und noch mehr Handelspostenmaterial. Tja, also dann lass uns da doch gleich mal weitermachen. Ah, mein Geschäftspartner. Wir sind ja nun gute Freunde. Ah, lass mich raten. Du fragst dich, wie ich mein Auge verlor. So ein Verlust ist ein Ruhmeszeichen unter den meinen. Für mich nicht. Ich erzählte dir von meinem Partner, Konstantinos. Betrug war ihm nicht genug. In seinem Wahn, mir alles zu nehmen, ließ er mich angreifen. Sie mordeten meine Familie. Ich sollte an meinen Wunden sterben. Ich kam davon, doch nicht ohne Narben. Tut mir leid. Ich wollte die schmerzliche Vergangenheit nicht wachrufen. Wir sind Freunde. Du solltest so etwas wissen. Bist du zum Handeln aufgelegt? Oh ja, deswegen sind wir hier. Rüstung der Ruß. Angriff wird erhöht, wenn du von 3 oder mehr Gegnern umgeben bist und zusätzliche Verbesserungen für Nahkampf, Widerstand und Rüstung. Sehr gut, schnappen wir uns auch alles. Wobei die Schriften uns wahrscheinlich ausgehen. Oh, diesmal gibt es sogar ein Schild. Genug für heute? Ja, erstmal genug für Difflin, glaube ich. Leb wohl, Eivor. Und dann noch ein letztes Mal. Ah, ich habe gern Besuch von Freunden. Ich lese die Bücher, die du aus On D-Shirt besorgt hast. Ich verstehe, warum du ans andere Ende Irlands gingst, um sie zu holen. Ich übernahm den Handelsposten, ohne die Waren zu kennen. Wenn die Bücher gut sind, umso besser. Für jene, die den heiligen Schriften glauben, sind diese Bücher wertvoller als Gold. Neue Geschäfte... Neuer Reichtum. Und jetzt gibt es die byzantinische Rüstung. Rüstung wird nach kritischen Treffern erhöht und zusätzliche Verbesserungen für Nahkampfschaden und Gesundheit. Oh, wir haben keine Schriften mehr. Mist. Es hätte fast gereicht. Wow, man braucht richtig viele Schriften sogar. Und dann kriegt man hier auch den byzantinischen Speer. Kritische Chance wird erhöht, je leichter du bist. Oh. Sehr, sehr gut. Dann machen wir das noch später fertig, Azar. Vielleicht genügt das. Komm gerne jederzeit wieder. Ah, aber für die Stufe 5 hat das sogar gereicht. Und dafür bekommen wir den Helm des Helden von Difflin. Damit sollte das Set des Helden von Difflin auch fertig sein. Aber ihre Quest ist damit abgeschlossen. Oh, verzeih. Ich hatte dich nicht bemerkt. Azar, ist alles in Ordnung? Ja. Nein. Alles wird wieder gut sein, wenn dieser Eselficker tot ist und als Vogelscheucher verrottet. Ich glaube, ich weiß, um wen es geht.
Konstantinos ist nach Irland gekommen. Gestern Abend ging sein Schiff in der Bucht vor Anker. Ich bringe dir seinen Kopf. Ich weiß dein Angebot zu schätzen, Eivor, aber das wird nicht nötig sein. Er bedroht unseren Handel, oder? Ich schütze mein Geschäft und erweise meiner Partnerin einen Dienst. Nun gut. Doch nimm mir nicht meine Rache. Bring ihn mir lebend. Wow, okay. Dann bis demnächst. Das hatte ich jetzt nicht erwartet, dass es noch so ein Ende gibt. Konstantinos Schiff ist in die Bucht von Düflen eingefahren. Ich sollte ihn dort suchen. Dann schließen wir auch ihre Geschichte ab. Das passt ja ganz gut, aber seltsam, dass gerade dieser Kerl hier bis nach Düflen gekommen ist. Vielleicht jagt er ihr ja noch hinterher. Ich muss sehen, was du siehst. Sünen, wo befindet er sich? Sein Schiff ist irgendwo zwischen hier und dem Kloster wahrscheinlich. Das steht da ja. Gucken wir mal noch, ob wir uns auch in die richtige Richtung bewegen. Ja, also irgendwo hier wird es sein. Da können wir auch mit unserem Langschiff einmal auf die Suche gehen und ihn vielleicht auch ein bisschen einschüchtern. Ich weiß nicht, ob er so eine Truppe kennt wie Eivor. Hä? Ja, hier ist ein guter Punkt, um die Mannschaft mal zusammenzurufen. Oh, sie kommen sogar bis an den Steg. Hey, Wurst! Gut, das ja weg. Hallöchen zusammen. Oh, ihr habt aber falsch geparkt. Dann mal los! Genau, wir müssen nämlich einmal wenden. Noch ein Stückchen zurück. Dann suchen wir mal diesen Konstantinos. Das ist neu, das Schiff. Was siehst du da oben, Sünen? Ja, da ist die ganze Mannschaft von ihm. Der Weißhaarige muss Konstantinos sein. Esar erwartet ihn. So, dann sagen wir mal Hallo. Du angreifst! Aus dem Weg, gute Frau. Naja, soll er sich mal mit unserer Mannschaft ein bisschen battlen? In der Zeit räumen wir mal mit seinen Leuten auf. So, ich glaube, das waren alle. Jetzt bräuchten wir noch irgendwie ein Lasso oder sowas, um ihn
festzuschnüren. Welchen Zwist hast du mit mir? Ja, aber das hat auch funktioniert. Ich kann nicht laufen. Das war der Plan. Eine ehemalige Partnerin erwartet dich sehnlichst. Ah, dieser dreimal verfluchte Harpy, ihr sollte längst tot sein. Spar dir die Beleidigung für euer Wiedersehen. Außerdem wird es Harpyr ausgesprochen. So, dann erstmal auf Garm drauf. Wenn er dich lässt, ich glaube, er will gar nicht. Garm, bleib stehen. Guter Junge. Dann reiten wir gleich mal wieder rein nach Düflin. War ja dann doch nicht so weit weg, der Kerl. Was ist das? Oh, Asa, ich glaube, du wirst dich freuen. Aus dem Weg. Ach, jetzt habe ich auch schon ein Kind umgerannt, das gibt's nicht. Ha. Los! So, komm mal mit. Schau mal, wen ich hier hab. Gehofft, dich diesmal zu erledigen. Du warst schon immer unvorsichtig. Wenigstens nahm ich dein Auge und deinen Bruder, den winselnden Weichling, zusammen mit deiner kreischenden Hurenmutter. Na los, mach schon! Bringen wir es schnell zu Ende. Schnell? Oh nein, 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 mein lieber Konstantinos. Dies wird wahrlich einige Zeit dauern. Warum sonst habe ich all jene Gerätschaften geschärft? Ich werde dir deine Taten zehnfach heimzahlen. Du gibst einen erbärmlichen Kyklopen ab. Fahr zur Hölle! Klang jetzt nicht so, als hätte sie sich sehr viel Zeit gelassen. Sei gegrüßt, Eivor. Isar, wie steht es um Konstantinos? Schweine messen sich an ihm. Hast du deinen Frieden? Frieden? Nein. Aber die Welt ist ein schönerer Ort. Dank dir hat sich Ardmeal uns angeschlossen. Ihr süßer Honig wird selbst unsere anspruchsvollsten Händler erfreuen. Ist Honig so wertvoll? Er ist flüssiges Gold, nur köstlich und klebrig. Alles klar. Leb wohl, Eivor. Leb wohl, Asa. Und dann würde ich sagen, machen wir hier in der nächsten Folge weiter. Wie gesagt, ein bisschen was müssen wir hier in Irland ja noch aufräumen. Und dann geht es wieder zurück nach Englerland. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis dann, Leute. Macht's gut. Ciao.